Servus, liebe Freunde, und guten Tag und guten Abend, je nachdem. Es ist ja noch taghell hier, zu einer neuen Ausgabe von Spielwiese Deluxe live. Am Mikrofon natürlich wie immer euer Paranoise. Und ich schaue hier raus und frage mir, wo ist der Glühwein, wenn man ihn braucht? Ohne Scheiß, ich glaube, es hat, weil heute in der Früh hat es, glaube ich, minus 3 Grad bei mir gehabt. Also, das ist. Alles andere, aber es ist kein Frühling draußen. Und jetzt immer wieder ein kleiner Schneesturm. Also, und gut, jetzt im Moment hat es sich wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, so richtig einigermaßen okay, also ich rede jetzt von einigermaßen, nicht von tipptopp, so, wird es, wenn dann erst am Wochenende werden. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Heute ein bisschen früher als sonst. Sonst sind wir immer um 18 Uhr am Start, aber beim letzten Mal habe ich mich ein bisschen verspätet bei meinem Easter Egg Special, bei meinem Oster Special, um euch ein bisschen entgegenzukommen, haben wir jetzt gedacht gehabt, fangen wir heute mal ein bisschen früher an. Ob wir auch länger bleiben werden, also trotzdem bis um 8 Uhr, das sehen wir dann, je nachdem wie weit wir kommen in Pokémon Smaragd Eurovision Style. Auf kulturelle Lernung von Euro und Paar sind wir wieder. Erstmal ein Schlückchen drauf. Ja, machen wir ganz gepflegt, weil wir es können, die Musik aus. Wechseln die Seiten und los geht das. Noch ein bisschen hier drapiert. Nee, passt schon so. Wie wir hier sehen, wir sind hier in Segas Ulm City, oder weil wir hier auf kultureller Lernung von Euro und Paar sind, in Großbritannien. Ganz klar. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, die Parteizentrale von Team Aqua zu stürmen. Aber leider etwas verspätet, weil Team Aqua Boss Ardian Vucicevic ist schon mit dem Staatsvertrag auf Rundreise gegangen. Und da wird es noch mit dem legendären blauen Pokémon, dessen Namen ihr dann später hören und sehen werdet,
den noch zu bekräftigen und dann kocht jede Stadt hier sein eigenes Süppchen. Jetzt hier wieder unser obligater Pokémon-Check. Ja, beim letzten Mal hat sie sich entwickelt. KTP. Sieht sie nicht toll aus? Ja. Hat Fähigkeit, innere Kraft, was war's? Heilt bei Austausch. Das ist mir jetzt noch gar nicht so recht aufgefallen. Heißt es dann quasi, wenn sie paralysiert ist oder sowas? Wenn sie Paralyse hat oder Gift, dann ist es weg, oder wie? Das hört sich doch cool an, auf jeden Fall. Dann herzlich willkommen, KTP. Katie. Boah, voll angesext auf jeden Fall. Mein Starter. Gag mich. Gag mich. Alte Socke, du. Gag mich. Gag mich. Und mein Turtle-Quarz. Turtle-Quarz. Tut. Total on fire. Unsere berühmt-berüchtigte Security, Irkic. 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 Hatte Hugh da bestimmt einen kleinen Flashback gehabt mit seinen alten Kumpanen. Oder die, aber warum auch immer verstoßen haben, ich werde es bis heute nicht verstehen. So ein cooles Pokémon, klein aber oho. Und dazu passt es ja wunderbar zu meinem Team dann. Und hier unser Sex-Guru, King Michau. King Michau. Und natürlich unsere Drecksau. Finger im Po. Finger im Po. Finger im Po. Yeah. So, und ich sehe gerade... Ja, Finger im Po. Ich weiß, dass du on fire bist. Alles gut. Ich sehe jetzt gerade, KTP ist ein bisschen übergelevelt. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt lassen wir mal unser Starter ein bisschen nach vorne. Unser Gag mich. Gehen wir jetzt vielleicht noch ganz kurz ins Harrods, weil ich habe doch was zu verscherbeln. Ein bisschen. Nee, Lotto spielen tue ich diesmal nicht. Aber erstmal die geile Musik hier reinpfeifen. Good evening! Ich habe hier was wieder zu verkaufen. Meisterball. Oh, du. Nestball, ja, 500. Nestball braucht eh kein Mensch, gehört in den Müll. Nee. Ich hab noch was. Aeroass, ja, das heben wir uns auf. Selbstredend. Die Friedensmünze. Herzschuppe. Warum habe ich die eigentlich noch? Kapier jetzt auch nicht ganz. Sonderbonbon. Ja, kann ich eigentlich jemandem geben? Müssen wir mal gucken. Ja, mein Nugget gebe ich mal weg hier. Genau, das haben wir ja aus der Parteizentrale bekommen. Thank you, bye bye. Goodbye. Wir können ja mal ins Museum gehen. Aber schauen wir jetzt erstmal, dann, bis einer anwesend ist und dann schmeiße ich es mal in die Runde. Schauen wir mal, wie es jetzt hier levelmäßig bestellt ist bei allen. Nee, der Kitsch kann es nicht brauchen. Ach komm, lass mal jetzt mal ihr Kitsch. Nee. Bitte, das Wahnsinn, was hat der denn? Ach, der hat noch kein Item. Es geht mal gar nicht. Dem steht es. Steht dem die Sonnenbrille gut? Ich warte ja sehnsüchtig drauf, bis ich den jetzt endlich mal Magnet bekomme. Das dauert ein bisschen. Das gibt es dann später im Rätselbunker. Blaue Flöte? Wozu ist das? Ach. Eine gläserne Flöte, die schlafende Pokémon aufweckt. Ist das dann wie Aufwecker oder was? Ja, ich lasse einfach mal drin.
Ich gebe jetzt einfach mal aus Spaß, gebe ich ihn jetzt mal hier diese meine obercoole Sonnenbrille. Was habe ich denn KTP gegeben? Das weiß ich auch nicht mehr. Was habe ich hier gegeben? Ach, die Flinkklaue. Ja, kann ich hier mal lassen. Kingstein wäre jetzt nicht schlecht. Ey, lassen Sie mich durch, bitte. Mr. Melonenmann. Genau, und jetzt kann er erst einmal hier ganz gepflegt mein Finger im Po. Sein Finger im Po stecken. Düsterantrieb. Wuh! Aber nicht mit blinden Passagieren. Also schön brav Schutz aktivieren. Da oben sind sie. Sehr gut. Ich denke mal, dass ja ein paar... Oh, Trainer gibt es hier schon mal. Na gut. Lassen wir ihr Kind schon KTP ein bisschen schwimmen. Können sie schon Liebe machen. Die anderen können ein bisschen arbeiten. Wie es so gehört im richtigen Leben. Dann lassen wir mal Gag mich und Finger im Po vorne. Dann passt es. Hi. Hier bin ich. Einsam gleite ich durch das weite, wunderschöne Meer. Andere Worte habe ich dafür nicht. Das wäre mir einfach zu pathetisch. So, sind wir denn deine Freundin? Nö. Schwimmer Anton. Ein Garados. So ein fettes Vieh. Los, gag mich! Naja, Flugattacken hat er nicht. Das ist dann schon mal ganz gut. Ja gut. Laubklinge, los! Silberblick, meh. Verzinkt. Nochmal Laubklinge. Ja, aber das ist blöd jetzt wegen Bedroher. Hilft nichts. Oh, Drachenwut. Das haut jetzt rein. Au. Hol dir die KP wieder los. Absorber. Saug ihn die Füllung aus seinen Zähnen. Das war ja gar nichts. Mist. Boah, nein. Du. Das ist jetzt mir zu heiß. Hier. Trink was, mein Guter. Was? Fuchtler? Au! Das war jetzt böse. Und da ist dann King Michau dann doch besser. Ich glaube, das ist vom Typ normal, ne? Los, King Michau, hau rein! King Michau! Ja, oder wenn ich... Ja, wenn ich Pech habe, könnte es vom Typ Kampf sein. Walzer oder Stärke? Eigentlich ist beides blöd, weil, ja, wie gesagt, wie ein Bedroher. Nee. Walzer ist mir zu unsicher. Stärke, los! Ah, ist doch nur normal. Passt. Hätte ich eigentlich... Aber ist schon verwirrt, aber dieses kleine Fitzelchen. Ich hasse das. Kommt noch bei Stärke. King Michau. Aber pass auf, nicht untergehen. Du bist ein bisschen schwer. Sehr gut. Danke. Level 34 erreicht. Schwimmer Anton wurde besiegt. Irgendwie fühle ich mich verloren. Verloren unter dem unendlichen Himmel. Und unter meiner Schwester. Ach, das ist deine Schwester. Warte mal, ich brauche jetzt trotzdem leider einen Beleber. Dann geben wir noch ein Tafelmesserchen dazu. Das war jetzt ein bisschen doof. Also, Fuchtler habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hi.
Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wär's mit einem Kampf? Ich dachte, du willst was ganz anderes von mir. Ah, hallo! Wow! Können wir uns nach dem Stream nochmal verabreden? Aber erst, wenn du mich besiegst. Okay, nichts leichter als das. Schwimmerin Ilona, ein Meryl. Dann haben wir doch die perfekte Waffe dafür. Los, gegen mich! Gegen mich! Gegen mich! Schneide ihn den Schwanz ab! Laubklinge! Den Schwanz. Hätte man eigentlich ein bisschen Ohrenschmalz raussaugen können, aber ich glaube, das hätte jetzt nicht viel gebracht. Schwimmerin Ilona wurde besiegt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so stark bist. Hast du mich unterschätzt? Was? 272 Bogedoller? Bist du blöd? Ja, tut mir leid, das ist ja nur meine Münzen. Alles andere wird doch im Wasser aufgeweicht. Ach so, na dann. Ja, was denn jetzt? Können wir uns verabreden? Alles, was du bisher erreicht hast, hat dich so stark werden lassen. Ich warte auf dich. Okay. Ja, man muss nur reden wie die Leute. Ist da oben was? Nö. Gehen wir jetzt ein bisschen da runter. Oh! Ein Zwillingspärchen. Sehr schön. Der Turtle Quarz ist aber da nicht ganz so toll. Wasser und Feuer verträgt sich nicht ganz so gut. Aber egal. Na dann, auf geht's. Hi. Ich bin hier im Meer, aber wer ist bei mir? Mein kleiner Bruder. Lass uns kämpfen, da brauche ich nicht drüber nachzudenken. Ja, aber dein Bruder, der braucht schon ein bisschen Aufmerksamkeit von dir. Herausforderung von Geschwister Karl und Maria, Lampi und Carivana. Funzel. Los, geck mich und Finger im Po. Finger im Po, Finger im Po. Geck mich. Oh, was machen wir jetzt da? Das ist ja Wasser-Elektro, ne? Da müssen wir jetzt... Da machen wir jetzt Laubklinge auf Lampi. Ach, Nassmacher hab ich gar nicht. Mist, Dreck. Naturkraft wird zu Surfer, oder? Ich probiere es jetzt einfach mal aus, oder? kann ja nur schief gehen. Hey. Ja, schwache Verteidigung wahrscheinlich. Level 34 erreicht. Ah doch, tatsächlich. Na, Surfer wird nicht viel mehr bringen dann. Aber doch. Hat schon reingehauen. Grimassen kannst du aber sowas von vergessen. Dann Zerschneider und... Finger Po kannst du ein bisschen einpinkeln. Aber richtig schön wedeln, dass es dann danach ein bisschen verteilt dann ist. Ah, blöde Rauhaut. Nee. Immer vorher die Haut abziehen, meine Güte. Geschwister Karl und Maria wurden besiegt. Karl, es ist deine Schuld, dass wir verloren haben. Das wirst du büßen. Hey, was machst du da? Tauchst du ihn jetzt, oder was? Möchtest du wieder gegen uns kämpfen? Dann machst du es uns leichter, ja? WhatsApp. Was? Soll ich mitmachen dir beim Tauchen, oder was? Ja. Okay. Luft anhalten. Nee. Nicht, dass die Zuschauer meinen, ich wäre ein Kinderschreck. Hi. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, komm Pokémon um zu spielen. Nicht um anzugreifen. Also bei Tentacher, also wenn wir... Spielen tut es, glaube ich, ganz anders.
Schwimmerin Monika, ein Walmer. Das Ding ist so doof. Abgeschnittener Wal, kann ja nichts werden. Los, geck mich! Geck mich! Geck mich! Ja. Hau rein! Laubklinge! Trotz hoher Verteidigung? Bam! Schwimmerin Monika wurde besiegt! Oh verdammt, aus und vorbei, verloren! Ja, treffen können wir uns trotzdem noch. Vielleicht ist es ja nur eine Marotte von mir, aber ich möchte gerne, dass du mich in deinem WhatsApp einträgst. Nichts lieber als das, liebe Monika. Hi Vera, schön, dass du da bist. Nee, nicht viel, wir surfen gerade ein bisschen. Dich möchte ich noch was ganz Wichtiges fragen. Für den Fall, wenn du schon weißt, wie du nächste Woche arbeiten musst, wann hast du frei? Jetzt schauen wir erstmal, dass Turtle Quarz ein neues Level bekommt. Gibt's da oben noch was? Schutz wirklich mehr? Also gleich 9 aktivieren, ganz wichtig hier. Nase juckt, das hasse ich. Oh, was haben wir denn da? Ein Häuschen auf einer Insel. Haus des Schatztauchers. Gibt's da Gold? Gold, 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 Gold. Gold, ich will Gold. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders Pupu-Stücke, tausche sie mit mir. Wo soll die sein? Ja, das weiß ich auch nicht. Dann tauch doch, such doch du danach. Oh nein, 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 nein. Ich bin so zimperlich. Memme. Kennt ihr übrigens den Witz vom Goldfisch, der pleite geht? Jetzt ist er ein Silberfisch. Mit diesen Worten setzt Finger im Po wieder die Segel. Am Montag sage ich dir am Schluss. Und noch ein Doppelkampf. Doppelkämpfle. Ja, Finger im Po lassen wir jetzt mal vorne. Und Turtle Quarz auch. Ich glaube, Turtle Quarz müsste jetzt dann, auch wenn er jetzt im Nachteil ist, müsste er jetzt ein neues Level erreichen, oder? Nee. Bei Weitem nicht. Na ja, gut. Lass mir jetzt trotzdem Finger im Po vor dir. Hi! Du sitzt auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Ich werde doch nicht gegen einen dahergesurften Trainer verlieren. Dahergesurften, wollte ich schon fast sagen. Ui, wo sind deine Haare? Habe ich zu Hause gelassen. Okay, ja gut. Ebenso wie es gefällt, ne? Schwimmer Thomas und Triathlet Judith. Ah! Thomas? Bist du das? Ja, katastisch. Guten Tag. Ja. Kanivana und Sterndu. Katastisch. Herzlich willkommen zu meinem tollen Kanal Kinderkatze. Und heute sind wir hier auf der Route, weiß ich nicht, in Richtung Mosbach City. Und wir haben hier einen überaus erfolgreichen Trainer bei der kulturellen Lernung von Urs und A gestört. Und das macht wirklich unglaublich großen Spaß. Das werdet ihr jetzt sehen. Mann, Katze, ich fühle mich geehrt. Dann muss ich doch echt mal hier auf deinen Kanal mal aufmerksam machen, oder?
Ja, das ist doch wunderbar. Dankeschön. Ja, aber gewinnen lassen werde ich dich trotzdem nicht. Was machen wir jetzt? Ja, Turtle Quartz, genau. Turtle Quartz. Tut. Finger in Bull. Dann hauen wir mal rein. Body Slam auf Sterndu. Ja. Und Surfer auf beide. Aber Thomas, wo ist dein Stern ich? Aber Finger im Po, das ist bildungsmäßig betrachtet nicht besonders gut für meinen Kanal. Oh. Auf mich ist es ganz cool. Dann nochmal Body Slam auf Carnivana. Oh, Naturkraft. Tarnung? Wird's dann zu einem Kreis wahrscheinlich. Richtig. Aber Sterndu ist zu blöd dazu. Oh. Warum ist denn deine Frau so stumm? Weil sie es kann. Und warum schwimmt ihr so weit auseinander? Mindestabstand. Achso, okay. Aber das war doch ganz toll. Schwimmer Thomas alias Kinderkatze und Triathlet Judith sind besiegt. Oh, ich kann doch. Oh, ich kann doch nicht kämpfen. Ja, muss lieber mir überlassen. Das sind keine Tränen. Der Schweiß ist mir in die Augen gelaufen. Oh, das glaubst du. Aber warum schmeckt es dann so salzig? Ja, Nina. Oh, ich muss dir jetzt was ganz Furchtbares mitteilen. Das ist Kinderkatze. Und das ist seine Frau. Kann es sein, er betrügt dich? Oh nein. Tut mir leid, dass du das jetzt so erfahren musst. Die heißt übrigens Judith. Oh no. Sehe ich jetzt doppelt? Egal, rein hier. Es fühlt sich schrecklich an, wenn du mehr Wasser in die Nase bekommst. Wieso hast du so schöne Nasenspülung? Letztes Jahr konnte ich noch gar nicht schwimmen und jetzt bin ich ein sehr guter Schwimmer. Ich denke, ich bin in allem ein großes Talent. Talent zum Absaufen wahrscheinlich. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Sollst du aber. Soll ich dir ein bisschen helfen? Triathlet Donna Leon und Schwimmer Ivan der Absäufer. Ivan der Absäufer. Stern ich und Carnivana. Das haben wir doch vorhin schon gehabt. Los, Turtle Quartz und Finger im Po. Turtle Quartz. Tut. Finger im Po. Ja, dann hat er eben schon so gut geklappt. Body Slam auf Carnivana und Naturkraft auf alle beide. Oh nein, Blubstrahl. Oh, das zieht. Ja, Step-Bonus. Und wir sind noch im Wasser. Das ist ja noch blöder. Au. Autsch. Das war gemein. Na komm. Nerven aus Stahl. King Michau. King Michau. Was war jetzt da? Pack dein Eisenzipfel aus auf Stern ich. Und nochmal Naturkraft. Der wird zum Quadrat oder was? Hat auch nicht geklappt. Du. Du musst fester rubbeln, meine Güte. So, jetzt probier's nochmal. Eisenzipfel auf
das Quadrat namens Stern ich. Ja, nee, hat ja nicht geklappt. Und nochmal Naturkraft. Textanze, hey mein Guter. Was hat denn jetzt wieder mit Tarnung? Wenn es jetzt Tarnung war, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. weil das Pokémon kann ich einfach nicht ernst nehmen im Moment. Tommy, ich habe gerade eben gegen dich gekämpft. Ey, welch Ehre für mich. Aber Nina ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen sauer. Weil du warst da nicht zusammen mit Nina, sondern mit Judith. Kann ich dir gleich weiter zeigen. Er ist jetzt gerade sexuell so erschöpft, der King Michau. Dann machen wir jetzt Stärke. Und nochmal Naturkraft. Okay, Komprimator. Nein. Oh, Surfer müsste trotzdem treffen, oder? Und Stärke hoffentlich auch. Bitte. Super. Gut gemacht. Level 35 erreicht. Für Finger im Po. Triathlet Donner und Schwimmer Ivan sind besiegt. Yeah. Aua, du. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, weg ist sie. Oh. Mist, ich sollte mich nicht selbst überschätzen. Da wär's so einer Frau, die unterschätzen sich gern. Nix gegen euch. So, Beleber jetzt erstmal für Turtle Quartz. Schauen wir mal, wie weit ist jetzt der Gag mich? Ja, machen wir's so. Und wie schmeckt's? Oder sollen wir es dann zur kulinarischen Verwirrung packen? Hey, da bleiben! Dieser hohe weiße Berg dort ist Xenerovil. Xenerovil? Ja, aber eigentlich hat es einen ganz anderen Namen. Wie denn? Wirst du noch herausfinden? Weiß ich selbst nicht. Schwimmer Dagobert, ein Kanivana. Los, geck mich! Hau die Sau weg! Geck mich! Laubklinge! In 3 Wochen. Blöde Dauer. Mann, geck mich, du musst jetzt immer die Haut abziehen. Ein Wingall. Ja, komm, Turtle Quartz, eh schon egal. Ich muss echt schauen, dass er jetzt endlich mal ein neues Level erreicht. Warum? Ganz einfach, weil er's muss. Ach so. Body Slam, los! Ruckzuck, wie süß. Und noch ein Kanivana. Bleib gleich drin. Läuft doch so gut. Aber nicht zu viel planschen, weil sonst geht dein Feuer aus. Body Slam nochmal. Oh, Body Check, ja, das haut schon rein. Bam. Zertrümmerer hätte ich jetzt diesmal auch probieren können. Au, nicht schon wieder die blöde Rauhaut. Schwimmer Dagobert wurde besiegt. Wie, das war's schon? Ja, es hat mich auch gewundert, dass es so schnell geht. 248 Pokédollar, bist du dumm? Manchmal ein bisschen mehr rüberwachsen, ne? Kannst du mal wissen. So. Dann nochmal ein Sprudel. Extra für Feuer-Pokémon hier zusammengemischt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit. Ich bin ein bisschen vom Kurs abgekommen. Und Schubs aktivieren muss ich auch noch. Ach, ganz okay, sagst du. Also,
weiß ich, ist sowas nicht, ist dann sowas für kulinarische Verwirrungen dann würdig? Schau mal, da bist du. Langsam bekomme ich Gänsehaut. Ich bin schon zu lange im Wasser. Ich könnte auf einem Pokémon reiten, so wie du. Und ich wünsche dich jetzt so einen erfolgreichen Kanal wie du. Was sagst du, liebe Judith? Dass du Kinderkatze geangelt hast? Man findet hier wunderschöne Scherben in den herrlichsten Farben. Ach, sind das die Puppenstücke? Ja. Also, das sind nur Scherben. Braucht doch kein Mensch dann. Und jetzt da unten? Ach. Echt jetzt? Bin ich jetzt schon drüben? Wir sind schon in Mosbach City? Also irgendwie bin ich jetzt da noch nicht drauf vorbereitet. Jetzt gehen wir, schwimmen wir ein bisschen hoch hier. Oh, da waren da. Hi. Da, servus. Ahoi, ich bin ein raubeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsegelt. Und ich habe einen Krampf im Bein. Der dicke Harold. Eine Herausforderung von Matrose Ellert. Der Ellert heißt er. Tut mir leid, nicht Harold. Wingall. Ja, aber schenkt sie jetzt nichts bei mir. Los, Turtle Quartz. Turtle Quartz. Tut. Body Slam, los. Flügelschlange ist ja süß. Bam. Sehr gut. Level 34 erreicht. Ein Mashok. Da müssen wir jetzt aber wechseln. Ja, gag mich. Gag mich ist da am besten. Hau rein, gag mich. Gag mich. Gag mich. Voll der Pose. Ja, der hat so viele Muskeln wie ich. Dude, Muskeln. Ja, die sind zwischen meinem Fett versteckt. Achso, na dann. Laubklinge. Gesichte. Was sucht der jetzt? Nach Blattläusen. Aber... Gagmich hat sich gerade eben eingecremt. Mit was? Keine Ahnung. Kam aus dem Po, vom Finger im Po raus. Ihhh. Matrose Ellert wurde besiegt. Ich konnte unmöglich gewinnen. Dann bleib auf deiner Insel und verreck. Trag mich in dein WhatsApp ein und ich verrate dir etwas. Okay, WhatsApp. Wie du am schnellsten stirbst, oder wie? Die Flut kommt und geht in der Küstenhöhle. Wusstest du eigentlich, dass zwischen Flut und Ebbe immer 6 Stunden liegen? Ach nein. Also haben wir rein rechnerisch gesehen, 2x Flut und 2x Ebbe. Ja. Gut. Wie viele Finger halte ich hier? Ja. Gut. Die Antwort war richtig. Turtle Quartz, du hast echt einen super Job gemacht, auch wenn du oft im Nachteil warst. Als Belohnung kriegst du das Sonderbonbon. Level 35 erreicht. Gebracht hat's aber gar nichts. Jetzt lässt du ein bisschen Gag mich nach vorne. Oder doch lieber King Michau. Wer hat's nötiger? Oh, gag mich, eindeutig. Oh, Schutz wirkt nicht mehr? Nee, und gleich kommt ein Pokémon. Tentacher Level 8, das ist ja putzig. Nee, gag mich. Das ist es nicht wert. Das ist die Mühe nicht wert.
Was sagt ihr, sollen wir zuerst in die Küstenhöhle oder gleich auf die neue Nation erkunden? Oder soll ich noch schnell einen Abstecher machen auf Segars Ulp City und ins Museum gehen? Erstmal den hier besiegen. Ich habe dich kommen hören und hier auf dich gewartet. Echt? Wie lange wartest du schon auf mich? 3 Jahre. Wow. Warum hast du mich noch nicht abonniert? Keine Ahnung. Schwimmer Timo. Ein Tentoxa. Mega hässlich, aber es hat eine saugute Spezialverteidigung. Gag mich. Sorry, da hast du schlechte Karten. Ja, nützt nichts. Ich muss zu Irkitsch wechseln. Los, Irkitsch. Hilf uns. Irkitsch, Irkitsch. Schockwelle, los. Oder sollen wir nochmal ins Museum? Nach Segars Ulp City? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er für eine Attacke einsetzen wollte. Schockwelle nochmal. Bin ich froh, dass das nie daneben geht. Weh! Warte, hat das aus seinem Anus gepresst oder was? Ihhh! Nur als Bestrafung wird es weggebritzelt. Ja, Gott sei Dank ist überall Wasser. Gag mich erreicht Level 35. Versucht Agilität zu erlernen. Das klingt erstmal ganz gut. Aber ist es denn wert? Verfolgung habe ich zurzeit kaum eingesetzt. Agilität, das erhöht die Initiative um 2 Stufen. Weiß auch gar nicht, wie schnell Gag mich ist. Ich glaube, langsam ist es nicht gerade. Ja, nützt es? Mal Frage an die poolende Mehrheit. Nützt es was, wenn ich Gag mich Agilität beibringe? Wenn ja, ich würde Verfolgung raushauen. Ja, wer weiß, ob Verfolgung nützlich wird. Absorber lasse ich, weil ab und zu muss man mal ein bisschen was absaugen hier. Und Laubklinge, also da wäre ich schön blöd, wenn ich das wegtue. Na gut, lass mir das mal. Schwimmer Timo wurde besiegt. Ich ergebe mich. Ja, oder zum Hirn absaugen. Jetzt gehen wir mal über zu King Michau. Auch wenn jetzt er auch ein bisschen im Nachteil ist. Also noch neue... Da machen wir jetzt neue Frage, neue Nation oder ins Museum von Segars Ulp City. Okay, du bleibst dabei, da machen wir so. Bäh. Ein überstarkes Tentacher, da hilft Schutz nichts. Gut, dein Wunsch ist mir Befehl. Tentacha. Touch my pepeinis. So, jetzt gehen wir erstmal hin. Tust du tanzen, oder was? Auf euch komme ich später noch zurück. Schauen wir mal hier. So, jetzt sind wir hier in Mosbach City. Oder wie wir jetzt hier... Wie wir jetzt hier sind, ich muss auch ein kleines Geheimnis verraten. Das ist die eigentliche Heimat von Team Magma-Boss Maxim. Das heißt, wir sind jetzt hier in Russland.
darauf ein herzhaftes Dobri Veja. Oder Briviet. Oder was weiß ich, und Spasiba. Und hier ist dann natürlich unsere allbekannte russische Nationalhymne. Und wer es immer noch nicht glaubt, der liest dieses Schild hier. Mosbach City alias Russland. Unser Motto, liebe Pokémon. Cool. Ein bisschen weit entfernt hier. Und wen haben wir da? Brauchst du dich zu verstecken. Privet. Ich habe das von Droid bekommen. Weiß aber nicht, was damit gemacht haben soll. Ich glaube, es heißt Kingstein. Willst du es haben? Ja, gerne. Ja, warum willst du es haben? Bist du komisch? Ja. Warum willst du mir erst... Soll ich erst Wodka trinken oder was, dass ich bekomme? Ja. Kann ich nach dem Stream machen? Ja, du kannst es behalten, aber erzähl es nicht treu. Kingstein erhalten. Ach cool, das gebe ich jetzt mal mein Irkitsch, der ist auch hier der King. Geile Scheiße hier. Ah, aber wir haben vergessen, erstmal ins Pokémon Center zu gehen. Dobri Veche! Dobri Veche! Gibst du mir deine Pokémon? Ja, sehr gerne, Mrs. Joy. Woher kommst du? Deutschland. Wo genau? Wurzelheim. Was? Das ist aber sehr weit. Das ist aber sehr weit. Aber wieso haben Sie so eine tiefe Stimme? Zu viel Wodka getrunken. Moment mal. Was guckst du so? Haben Sie vielleicht was zu verbergen? Ja, okay, ich gebe zu. Ich bin die Ex-Frau von Maxim. Oh! Was halten Sie von dem, was er da die ganze Zeit einfädeln will? Deswegen habe ich mich nur gedreht. Jetzt sind Sie mit Ardian zusammen. Nein, spinnst du? Aber ich muss den Staatsvertrag auch unterschreiben. Mist. Ich glaube, der hat jetzt tatsächlich dann schon nahezu alle Unterschriften hier. So. Schauen wir erstmal mal meinen Beutel rein. Ja, gut, bisschen Vorrat habe ich ja noch. Das passt ja. Dann lassen wir es mal so. Gehen wir jetzt erstmal hier ein paar Häuser einbrechen. Ui. Dobri Veche. Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasis in den anderen zu finden. Okay. Kann es sein, dass ich ihm schon mal begegnet bin? Weiß nicht. Oh, ein russisches Eneko. Genauso sieht's auch aus. Privet, kleine Babuschka. Solltest du dir irgendwo eine Geheimbasis einrichten, wenn wir sie sicher finden? Da kannst du aber lang suchen. Noch ist nichts geplant. Gehen wir mal da oben rein. Was haben wir da? Ein leeres Haus? Eine Kollektion seltener Steine, zusammengetragen von Troy. Eine Kollektion seltener Steine, zusammengetragen von Troy. Schutz wirkt nicht mehr? Ist jetzt aber jetzt egal. Wohnt hier Troy? Ich dachte, er wohnt drüben bei seinem Freund.
Aber wahrscheinlich ist es zurzeit ja so, dass er ihn so relativ selten sehen kann. Deswegen haben sie wahrscheinlich getrennte Wohnungen hier. Müssen wir echt schauen, dass wir die beiden mal zusammenbringen. Ach, da ist der andere von der Sorte. Dobre Vege. Dein Stolrak. Es mag buckeliger Rot, nicht wahr? Nein, ich bin mir sicher, es macht mit Sicherheit Buckeriger Rot. Buckeriger Rot, das heißt Kit Kat oder was? Ja. Dobri Vecce. Ja, Dobri Vecce. Entschuldigung. Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art von Buckeriger ein Pokémon mag und welche nicht. Und ich weiß, dass ihr bestimmt einen prall gefüllten Kühlschrank habt mit lauter russischen Leckereien. Oh, nee. Geht auch nur über Fingerabdruck auf. Mistdreck. Naja. Joi, Babushka. Dobre Vege. Am Raumfahrtzentrum auf der Insel werden große Raketen gestartet. Dort ist vor kurzem ein Brief angekommen, der für Aufregung sorgte. Okay, Raumfahrtzentrum. Ah, das ist Baikonur. Der Weltraumbahnhof. Muss ich echt später mal hin. Dobre Vege. Ich habe von meinem Freund einem Matrosen gehört, dass die Magwa sich im Zegrasum City aufgehalten haben soll. Aber was ist jemand gekommen und hat sie aufgemischt? Und im Mosbach City ist die Magma. Wenn du wissen willst, was sie vorhaben, geh zum Raumfahrtzentrum nach Baikonur. Oh! Haben die Baikonur eingenommen? Ja, die wollen das als neue Parteizentrale für sich gewinnen, um dann alle Länder hier diesem Ort zu vereinigen. Ja, unbedingt. Und Troy muss sich ja auch retten. Ja, dann kann er endlich wieder zurück zu seinem Schatz. Ja, wahrscheinlich. Aber Elon Musk ist... Was ist das eigentlich für eine Nationalität? Ich glaube Polen, oder? Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Tanzenden hier. Das ist ein Ami. Tatsächlich, okay. Dobre Vege. Oh, ein großartiges Gefühl, wenn die Wellen über meine Füße spülen. Apropos Wellen, Katsuri schiert Xenerophil, Heißt aber eigentlich ganz anders, was du noch herausfinden musst. Ich glaube, die Arena dort hat eine neue Leiter. Das soll der frühere Mentor von Vasili sein. Okay. Ah, Flashback auf Pokémon Saphir. Da war ja Vasili ein Franzose. Und deswegen waren alle da Französisch, aber Vasili ist nicht da und deswegen ist jetzt, zumindest hier nicht mehr, er ist glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht treffen wir ihn dann später noch, aber dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, haben wir jetzt auch in Xenerowil eine andere Nation, also nicht mehr Französisch, weil das war ja schon in Blükmuk City. Was es ist, man kann gespannt sein. Dobre Vege. Gar nicht mehr. Das ist absolut hoffnungslos. Ich bin ein Kampftrainer, dann kann ich in der Arena von Mosbach einfach nicht gewinnen. Egal, wie sehr ich mich auch anstrenge. Bam, bam, au. Hey, was sagst du mir so an? Ich schlage doch nur auf den Boden ein. Oder möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon Wuchtschlag beibringe? Wuchtschlag? So, mit Vasili, soll ich dann verraten, dass er jetzt Champ der Pokémon-Liga ist im Moment?
Na gut, dann verrate ich es. Vasili ist im momentaner Champ der Pokémon-Liga. Und schauen wir mal, ob er... ob jemand... Wuchtschlag kann... Finger im Po, Gag mich, Irkic. Aber Wuchtschlag ist ein bisschen blöd, weil das hat nur eine Fähigkeit von 50%. Da muss da eigentlich noch dazu noch irgendwas wie Willenslaser oder so noch haben. Aber ich glaube, das kann keiner von denen. Ne, stellen wir mal zurück. Mist, du machst dich lustig über mich. Ja. Hast du dich auch ertappt gefühlt oder was? Haha. Ja. Wabbelst du ja immer noch rum. Siehst aus, als müsstest du aufs Klo. Pinkel doch einfach ins Wasser. Ach nee, lass es. Mach nicht den gleichen Fehler wie die Angler. Ich sag's dir. Apropos Angler, da müsste doch hin irgendwo auch noch einer sein, oder? Da unten. Nee. Wer ist da? Hä? Privet? Ich kann dir die Spielregeln erklären, wenn du möchtest. Welches Spiel möchtest du erklärt bekommen? Was? Pokémon Sprung, Bärenernte mit Dodri. Was? Bärenernte mit... Ach, sind das Minigames oder was? Zeig mal. Pokémon Sprung bitte erst. Pokémon Sprung. Springe mit deinem Pokémon durch Drücken des A-Knopfs über den Rankenhieb. Es dürfen nur kleine, circa 70 cm große Pokémon teilnehmen. Pokémon, die ausschließlich schwimmen, graben oder fliegen können, nicht gut springen. Daher dürfen diese Pokémon auch nicht teilnehmen. Etwas Schönes passiert, wenn alle rechtzeitig springen. Okay. Dann zeig mal Bären, die Bärenernte. Bärenernte mit Dodri. Bewege Dodris drei Köpfe, um die fallenden Bären zu fangen. Drücke das Steuerkreuz nach rechts, oben oder links, um die Köpfe zu bewegen. Um an diesem Spiel teilnehmen zu dürfen, benötigst du ein Dodri. Was mit Pokémon Sprung geht, geht das? Dobry večer. Hallo. Privet. Herzlich willkommen. Möchtest du mit Hilfe der drahtlosen Kommunikationssystem spielen? Bitte gedulde dich noch ein wenig. Der drahtlose Pokémon-Bereich ist nicht angeschlossen. Komm wieder, wenn er angeschlossen ist. Da hab ich mich so drauf gefreut. Na dann. Boka! Wen haben wir da? Ja, ein ganz alter. Dobre Wege! Alle Leberwesen brauchen das Meer, um überleben zu können. Auch wenn sie an Land leben, am Ende ihrer Reise wird das die Lebewesen mehr Erde und sie kehren zurück zum Land. Und das Meer steht nicht mehr in Verbindung zum Land, genau wie diese Ufer hier. Ist das irgendwie so eine Metapher? Auf den Krieg von Team Aqua und Team Magma. Ja. Alle für alle. Und alle für alle. Einen für einen. Okay, werde ich mir merken. Dankeschön. Und Pokémon, her damit. Netzball gefunden. Ey, komm, lass mir doch diese blöden Netzbälle. Mit dem Pokémon habe ich immer Netz. Für Wasser- und Käfer-Pokémon. Na ja, gut, hebe ich mir vielleicht auf. Oh nein, Scott. Weg hier. Oh, wir haben da. Ui. Heiße Brot. Dobre Wege. Dieser Felsen macht eine ganz besondere Bedeutung für Baikonur. Sie haben ihn hingesetzt als Glücksbringer für einen sicheren Flug der Raketen. Und wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschnuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich.
ein weißer Felsen. Und Bernie ist auch erschienen. Ja, guten Abend. Ich habe so Angst vor Scott. Soll ich ihn aber trotzdem ansprechen? Ich glaube, ich lasse ihn lieber. Ui. Privet. Auch wenn ich meine Freunde Baumusiziert hier nicht sehen kann, mein Pokémon bringt uns immer unsere Briefe. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Also ist dein Freund Niederländer? Ja. Ach, sehr cool. Gute Mixtur. Also Niederländer und Russe ist ein Niederruss. Okay. Dobre večer. Meine kleine Schwester taucht immer Briefe mit ihrem Freund im Baumhaus in City aus. Ich beneide sie kein bisschen darum. Was noch altmodisch mit WhatsApp oder so? Komm, Brief ist doch was Tolles. Bisschen was Persönliches. Aber da habe ich so einen blöden Schreibkrampf. Was? Schlamm die Bums hier. Ah, da ist Baikonur. Da gehe ich später hin. Oh. Guck sie in die Ferne raus. Dobre večer. Eine Reise auf dem Schiff ist toll. Aber das Meer auf meine Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, das wirklich eine aufregende Sache. Weißt du nicht auch, Babushka? Nee, ich glaube, der redet immer so. Halt die Fresse! Lass mir weiter beim Wagga saufen. Interessiert ihn wohl gar nicht, was Maxim vorhat. Wer ist Maxim? Ist das dein Freund? Nein. Igitt. Dein Ehemann? Nein, auch nicht. Der will hier alles vereinen. Ach, der ist mir wurscht. Hauptsache, mein Wodka würde mich nicht nehmen. Hat dieser Wodka einen bestimmten Namen? Ja, Wodka Putin. Oh Mann. Ich wusste es. Wie schaut's da aus? Ach, da ist er. Dobre večer. Hey, du da, Trainer. Einem super Angel ist wirklich super. Man kann sagen, was man will, aber mit diesem Baby kann man Pokémon von Meeresboden wegfangen. Na? Du würdest doch so gerne auch so eine Angel haben, oder? Natürlich, Herr Witz. Deswegen bin ich doch hier. Ja, sicher. Schließlich ist eine super Angel super. Super Angel halten. Yeah. Dankeschön. Siehst du, Vasia? Dann wirf die Angel raus und warte, bis es abbeißt. Ja, unbedingt. Dankeschön. So, aber ich glaube jetzt ab nach Baikonur, oder? Unbedingt. Dann gehen wir jetzt zu King Michau und Gag mich. Ja, unbedingt. Und Troy müssen wir auch noch suchen. Russlands Raumfahrtzentrum Baikonur. Der letzte Ort vor dem All. Unbedingt. Troy, da bist du ja. Ich hab dich schon gesucht. Hi. Hast du die Bekanntmachung schon gelesen, Para? Team Magma will sich die Raketen hier in Baikonur unter den Nagel reißen und hier in der Parteizentrale aufbauen, um alles hier zu vereinen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie brauchen. Ja, aber das hast du doch schon gesagt. Ach stimmt, tut mir leid, bin ein bisschen verweilt. Aber das können wir nicht erlauben.
ich werde das Ganze hier noch eine Weile beobachten. Warum schaust du dir nicht inzwischen halt ein wenig im Ort um? Hab ich doch schon. Was, sind das Blaupausen? Sie sind zu kompliziert zu lesen. Ja klar, ist ja auch auf Russisch. Ach übrigens, du musst Elon Musk suchen. Ich hab Angst, dass sie ihn auch entführt haben. Weil wenn sie ihn an der Mangel haben, dann können sie alles bekräftigen und alles vereinen. Ich muss echt deine Parts noch ein bisschen nachgucken, weil ich bin ein bisschen im Rückstand. Moment mal. Sie kenne ich doch, Sie sind Alexander Gerst. Hallo, guten Abend. Ja, schön, dass Sie bei Spielwiese Deluxe sind. Hallo. Ja, ich schlenderte am Strand entlang. Da habe ich dies hier gefunden. Ich kann nichts damit anfangen. Daher kannst du es haben. Sonnensteine halten. Ach, cool. Für Pokémon-Entwicklung. So. Oh, wie der funkelt. Haben Sie das aus ihrer Weltraum-Expedition gefunden? Ja, stimmt richtig. Mit der Maus. Die Höhenregion ist bekannt für die Häufigkeit der Meteoriteneinschläge. Ja, stimmt, der ist ja immer wieder dort in Baikonur. Ja, schön, dass man sie hier bei bester Gesundheit sieht. Ja, aber die Magma macht uns ganz schön zu schaffen. Und was mir auch zu schaffen macht, ich bin hier der einzige Deutsche. Alles andere sind Russen. Macht doch nichts. Können Sie Russisch? Nein. Und können die Deutsch? Nein. Gut, dann ist es wirklich blöd. Ja, aber erstmal Elon Musk suchen. Dobry vecher, sind Sie Elon Musk? Jeder Raketenstart verlangt sorgfältige Vorbereitungen. Die Fehlerquote darf nicht mal 1% betragen. Selbst wenn 99% perfekt sind, kann 1% schon für ein Misslingen sorgen. Trotzdem versuchen wir es immer wieder. Warum? Weil es ein ewiger Traum ist. Sputnik, Sputnik, Sputnik. Sputnik, Sputnik, Sputnik? Das heißt so viel wie yeah, yeah, yeah. Ist nur auf Russisch. Ah, okay. Dobry vecher, sind Sie's? Die Rakete wird in Kürze starten. Ach, scheiß auf den Elon Musk, ich will mit der Rakete fliegen. Aber dich nehme ich auch noch mit. Einige Menschen nehmen an, dass die Pokémon aus dem Weltall kommen. Ob das stimmt? Das hier ist eine C-freie Zone. Aber wollen wir doch hoffen. Dobry vecher. Ein gigantischer Brocken Vedal durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Oh, das ist ein Automat mit Astronautennahrung. Ja, gibt's tatsächlich. Könnt ihr einfach dann hier oben auf das I gehen. Da gibt's da so zum Beispiel so eine Suppe. Mit Sauerkraut oder so drin. Das ist also in Tubenform. Oder was es zum Beispiel auch gibt, gibt es Astronauten-Eis. Das ist total bröselig. Ah, Astronautennahrung. Okay. Gespeichert. Jetzt hier, hoch. Hey, bleiben Sie hier. Dobry vecher. Was machen Sie hier? Russland hat meistens sonniges Wetter und eine beständige Wind. Ein idealer Ort, um Raketen ins All zu schicken. Hey, Baikonur bestimmt, aber ich dachte, es ist da immer nass und kalt. Ah.
Na, ich schaue es mir dann nochmal an. Ich schaue mir dann den Part nochmal an und platziere es dann so. Und dann gleich beim Hochladen füge ich dann die I's ein. Also mehr oder weniger kommt die spontan rein. Dobri Venge. Wenn ich jünger wäre, würde ich mit Sicherheit Astronaut. Nein, dazu ist nicht so schwer. Ich werde es versuchen. Ich glaube, Elon Musk ist da oben. Hi. Ich wünschte auch, normale Leute können eines Tages ins All reisen. Elon Musk, ich habe Elon Musk gefunden. Ich weiß in etwa, wo die Stellen sind. Ich sehe jetzt hier bei 1:10. Ist schon mal ein I. Elon Musk, wie geht's Ihnen? Nicht gut. Warum? Ich bin hier festgesetzt. Wie festgesetzt? Wegen Team Magma. Okay. Mary, darf ich nicht sagen. Na gut, dann werde ich das schon noch rausbekommen. Bleiben Sie hier. Und bauen Sie nicht so viel an der Röhrenpost rum. Es gibt viel Wichtigeres. Okay. Mehr gibt es ja anscheinend nicht. Elon Musk stimmt doch was nicht hier. Gut, aber... Nee, Scott. Weg hier. Soll ich vielleicht nochmal ins Haus einbrechen von Troy oder was? Da sind auch noch Steine drin, so Kieselsteine, okay. Ich habe den Ort jetzt schon erkundet, aber was... Aber keine Ahnung, was jetzt sein soll. Soll ich vielleicht erst die Arena besuchen, oder wie? Pokémon Arena von Russland. Leiter, Svenja und Ben. Die mystische Kombination. Mit den Typen stimmt doch was nicht. Was für eine Bekanntmachung hier. Das ist eine Ankündigung der Partei von Team Magma. Okay, ja gut, da ist zumindest auf Deutsch noch drin. Und oben ist auf Russisch. An die Belegschaft von Baikonur. Wie geht es euch? Wir hoffen gut. Schon bald werden wir euch einen Besuch abstatten, um Baikonur als unsere neue Parteizentrale für die Vereinigten Staaten von Euro und Paar zu stehlen. Hä? Bitte versucht nicht, uns aufzuhalten. Wir nehmen jeden gefangen, auf jeden Fall. Und wir nehmen jeden Gefangenen und jeden nehmen wir mit. Vor allem, allen voran Elon Musk. Wir haben ihn in unserer Gewalt. Deswegen ist er jetzt so mundfaul. Egal, was ihr unternimmt. Auf das alle vereinigt werden. Team Magma. Damit ich der Größe fast ebenbürtig bin, wahrscheinlich, oder?
so, ja, so, sollen wir dann zuerst die Arena machen oder sollen wir erst. Oder sollen wir erst die Küstenhöhle beobachten? Arena. Ja, schauen wir, vielleicht wird sie überstimmt auch. Ja, die Zeit hätten wir bestimmt. Na gut, dann KTP. Fliegen uns erstmal zurück nach Sega Sub City nach Großbritannien. Sammeln wir uns erstmal noch ein bisschen. Schau, was es hier so gibt. Segas Ulm City T-Museum. Nee, nicht T-Museum. Ausstellung von Meisterwerken von T. Hä? Ach, das sind Bilder aus T gemalt. Cool. Stimmt, den Rätselbunker haben wir ja auch noch. Aber jetzt tun wir uns erstmal ein bisschen kulturell weiterbilden. Good evening. Good evening im Museum von Segras Ulm City. Nimm dir die Zeit, unsere Sammlung wunderbare Teewerke zum Thema Tee zu betrachten. Tee. Tee kann man nicht nur trinken. Tee kann man auch wunderbar auf Bilder verarbeiten. Ach, schön. Ah, die Musik ist auch toll. Okay, Tea Time. Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind biegen. Es scheint, als genieße sie das starke Streicheln des Windes. Oh. Also ich habe noch nie so was Actionreiches gesehen. Also da gucke ich lieber eine Farbe beim Trocknen zu. Good evening. Dieses Pokémon ist anbetungswürdig, genau wie unser kleiner Sohn. Der seinen Namen tanzen kann und Kreis malen kann, ja super. Diese Frau ist hübsch, genau wie meine Mama. Naja, so hübsch ist die auch wieder nicht. Aber was schaut ihr da an? Das Bildnis einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Eine leicht höchst verfängliche Position? Da steht, was steht da? Im Besitz von Fürst Ferkel von Ransau. Aus zusammengeklebten Teeblättern gefertigt. Ein Replikat einer berühmten Skulptur. Es zeigt ein antikes Vogel-Pokémon. Das ist KTP! Ha! Dann hat KTP, du hast es geschafft! Du hast einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass dich jemand in Tee verewigt hat. Hey, geil! Ah, ist das schön. Auch wenn du vielleicht nicht singen kannst. Wer braucht schon eine tolle Stimme, wenn er hier eine Skulptur aus Tee hat? Schön. Ein großer Pokéball aus schwarzem Tee gefertigt. In früheren Zeiten wurde er zu Festlichkeiten ausgestellt. Und daneben ist noch so was aussieht wie ein Popokratzer. Ach, das ist eine Teenadel. Ach, drum ist der ein bisschen so löchrig. Na, habt ihr Bock auf ein bisschen schwarzen Tee? Kann ich ein bisschen abkratzen. Das ist Bob Ross wahrscheinlich. Den spreche ich später an. Good evening. Die Kämpfer in den Pokémon machen so Spaß. Und das gebe ich zu.
aber ich darf drüber nicht deine Liebe zu den schönsten Künsten vergessen. Sorry, ich habe einen kleinen Sprachfehler. Macht nix. Eine große Steintafel auf Basis von weißem Tee, auf der Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen einer alten, unverständlichen Sprache eingraviert sind. Ist das Walisisch? Ui. Ihr könnt doch mal nach den... Ihr könntet doch nach der walisischen Stadt googeln. Das ist übrigens die Stadt mit dem längsten Namen. Ihr könnt es dann da unten einfügen. Das wäre echt cool. Würde ich euch sehr verbunden fühlen. Was haben wir hier oben? Eine Bombe. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Der Tee blättert hier und da schon ab. Oh. Wo ist hier eine Tasse? Können wir jetzt gerade brauchen bei den Temperaturen hier. Das im April wohlgemerkt. Dies ist ein sehr altes Gemälde. Der Tee blättert hier und da schon ab. Oh. Das ist wahrscheinlich grünem Tee und das ist wahrscheinlich auch wieder weißer Tee. Okay. Das Teemal. Das letzte Teemal. Beeren. Sie sehen äußerst delikat aus. Das Bild kann einen hungrig machen. Ja, eher durstig, so viel Tee, wie da dran klebt hier. Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren und fantastischen Details. Und ich betone immer wieder, alles aus Tee produziert. Aber ich frage mich, wird der vorher erst noch getrunken oder wird er gleich so unverarbeitet drauf geklatscht? Oder der Pinsel wird dann so im frisch aufgebrühten Tee gedunkt und dann wird der. Damit wird es dann versiegelt wahrscheinlich. Und da ist noch ein Bild. Oh. Teeblätter vor der Verarbeitung. Das Bild eines legendären Teeblattes aus längst vergangener Zeit. Der Künstler hat dies aus der Vorstellung herausgemalt. Wie heißt das Bild? Ruhe nach dem Rammeln. Sehr tiefsinnig. Good evening, lassen Sie mich durch. Ich bin der Kurator dieses Museums, der schönen Künste. Es freut mich immer wieder, junge Menschen wie dich im Museum zu treffen. Hast du dir schon unsere Gemäldesammlung angesehen? Natürlich! Oh, ich glaube, du bist der Pokémon-Trainer. Bist du auch an den Gemälden interessiert? Gibt's da oben auch noch ein paar Teegemälde? Yes. Ja, dann her damit. Ah, excellent. Du magst Gemälde. Dann möchte ich dir gerne etwas zeigen. Oh! Dies ist unser besonderer Aufstellungsraum. Wie du Clara kennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ich möchte hier auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker herausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von Klassikern entfernt sind. Kunst ist noch nicht nur auf alte, berühmte Werke begrenzt. Auf diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen. Und ich möchte auch andere Getränke außer Tee hier verarbeiten. Dazu suche ich qualifizierte Modelle, die bereit sind, hier in ein ruhmreiches Leben zu treten. Entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Monologen langweilen. Nun, du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt schon viele Pokémon gesehen und Bilder und sehr viel Tee getrunken, die sie darstellen. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir sein Werk hier ausstellen dürfen. Okay. Ach, da unten? Ach, meinen Sie Bob Ross? Aber den muss ich jetzt dann auch mal ansprechen.
Okay, alles leer. Ein Bilderrahmen mit gelben Verzierungen. Da müssen wir uns dann echt die Zeit mal austoben. Auf jeden Fall dann später mal. So, jetzt gehen wir erstmal zu Bob Ross und dann haben wir es geschafft. Good evening, Bob Ross. Oh, dieses Kunstmuseum hier. Du bekommst viele fantastische Gemälde aus guten Zutaten zu sehen. Und der Kurator ist einfach wunderbar. Und der Künstler wie mir ist dieses Museum einfach eine Inspiration. Rip Devil. Yeah. A little bit of crimson, a little touch of blue, yeah. Little happy trees. Everybody needs a friend. Ihr könnt nicht stundenlang zugucken, bis ich einpenne. Bye bye. Und wie hat's euch gefallen? Hier in dem Teemuseum von Sega Sweep City? Ich fand, es hat was Erhebendes. Haus des Attackenverlerners. Braucht kein Mensch. Dann gehen wir jetzt doch mal zum Rätselbunker. Vielen Dank. Das aus deinem Munde. So, jetzt fliegen wir erstmal nach Griechenland. Jetzt fahren wir erstmal hoch mit dem Rad. Ich frage mich jetzt gerade, warum bin ich so langsam, aber ich habe das Kunstrad noch. So, was haben wir jetzt nochmal gehabt? Wir hatten, wir hatten Sächsisch, Kölsch, keine Ahnung. Du wirst beobachtet. Okay. Noch hat er seinen heutigen Dialekt nicht verraten. Das hatten wir schon. Norddeutsch hat. Das hatten wir schon. Hamburg hatten wir schon gehabt. So. Hamburg, Köln, Dresden. Oder war das Chemnitz? Okay. Ja, gucken wir mal. Aber wo ist der jetzt? Ja, was? Jo, wo wusstest du, dass ich mich hinter dem Fenster versteckt hatte? Klebe! Was? In Ascherberg. Ja. Bist du hier, um mein Rätselhaus herauszufordern? Deswegen bist du doch hier. Ja, schon muss es sein. Ja. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter die Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Schon weitere im Hinterbereich in Frankfurt. Ja. So erschlägt. Voll die Gymnastik für die Lippen. Hinter der Schriftrolle ist ein Loch. Möchtest du durchgehen? Ja, unbedingt. Wir müssen ja nach Frankfurt. Hoho, lauter Felsen hier. Na dann, King Michau. Schön rubbeln und hau mit deinem Eisenpenis. Na, mit deinem Eisenzipfel. Hau mal die Felsen hier weg. Und hau mal da. Hi. Ich habe keine Zeit, das zu verstehen. Ich will nur kämpfen. Und ich will nur nach Frankfurt. Eine Herausforderung von Camperin. Thea, ein Meditier. Los, King Michau. Da kommst du ja wie gerufen. King Michau.
Nur King Michau kann's. Dann pack ihn mal raus, dein Eisenzipfel. Jawohl! Hast du schon ordentlich Vorarbeit geleistet. King Michau! Kämpferin Thea wurde besiegt. Auch wenn ich verloren habe, liebe ich das Kämpfen. Aber kämpf nicht mehr gegen mich, sonst hast du wieder eine Blamage. Eilbrief gefunden. Ist das so ein Überbleibsel von DHL Express oder was? Keine Ahnung, müssen wir mal selbst fragen. King Michau, bist du beschnitten? King Michau! Wer gesagt, Tex, halt die Fresse. Bei mir ist alles original. Na dann? Warte mal. Runter. Jetzt erstmal warten, ich geh jetzt mal da runter. Tommy, der ist doch kein Jude. Aber gut, er könnte noch einer werden. Hi, servus. Hey, Felsen wie diese räume ich mit dem kleinen Finger aus dem Weg. Soll es ein Witz sein? Kim Michau schiebt die mit seinem steifen Penis weg. Schwarzgurt, Hideo, ein Makuhita. Ob er Muslim ist, weiß ich aber auch nicht. Los, King Michau! King Michau! Aber gut, das muss er ja, glaube ich, selbst entscheiden. Na dann. Nee, Walzer ist da nix. Eisenschweif, auch nix. Nee, Stärke, los! Ey! Nicht erschrecken! Nicht seine Erektion weg erschrecken! Komm doch mal Stärke, bitte! Geht's, wegen der Hygiene. Ja, hast du schon mal was von Zipfelwaschen gehört? Ein Maschok. Egal, lass ihn drin. Wenn sich zu viel Nillekäse bildet, kenne ich nicht. Nochmal Stärke. Nillekäse, kenne ich nicht, klingt aber eklig. Was, Vergeltung? Au! Au! Was war das jetzt? Au, das tat weh. Sorry, King Michau, das wollte ich nicht. Birdie, sau weg. Turtle Quartz. Tut. Flammenwurf, los. Den brauchst du nicht durchsuchen. Schwarzgurt, Hideo wurde besiegt. Ich kann Felsen bewegen, aber mein Rätsel zu lösen ist mir zu schwer. Zieh nur in eine andere Stadt. Hast dir in Frankfurt nichts verloren. So, schnell Beleber. Da ist das legendäre, hochwertige Klopapier. Zehnlagig. Para findet eine Rolle Klopapier. Para lernt den geheimen Code, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Ja. Sollen wir ja da lassen. Man soll ja keine Werkgegenstände mitnehmen. Jetzt gehen wir mal darüber. Ja, wen haben wir denn da? Hi. Das Rätselhaus wird immer verrätselter, komplizierter, oder? Ja gut, jede Stadt ein anderer Dialekt. Kämpferin Paula, ein K-Pilz.
Los, King Michau! King Michau! Aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Los, Turtle Quartz! Hilf King Michau! Turtle Quartz! Tut! Na, Egelsamen! Geh weg mit Egelsamen! Wer tust du Sperma raussaugen? Oh ne, Tempo-Hieb, komm. Brutzel ist weg. Mach lecker Pilz-Ragu. Lecker. Als Belohnung darf King Michaus essen. Kämpferin Paula wurde besiegt. Arg. Was arg? Ich muss aufs Klo. Aber kack nicht überall hin. Kack da unten hin, wo das Klopapier ist. So. Machen wir. So. Genau, so. Jetzt. Ab nach Frankfurt. Pater hat den geheimen Code auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist cool. Ja, genau. Das Schloss geht gelingt auf. Ja, und so sieht Frankfurt aus, wie wir es kennen und lieben. Ja, du hast mich gefunden und du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, die Felsen hin und her zu schieben. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3 Punkte. Gell? Ja, gut, du hast dir diese Belohnung verdient, gell? Rauchball erhalten. Kannst du behalten. Und dir das gefällige Grinsen vom Gesicht von der Backe. Du hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zum Fall bringen werden. Zum Grinsen hast du ja schon gewonnen, bis du geschafft hast und ich wieder neue Dialekt gelernt habe. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Dialekt fertig habe. Machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, beim nächsten Mal kommt unser Lieblingsteil vom Rätselbunker. Aber wisst ihr was, das sparen wir uns auf für den nächsten Stream. soll ich schnell machen? Schnell zurück wieder nach Großbritannien, KTP. So, hier haben wir 1, 2, 3, 3. Also 6 waren schon mal nicht. Also müssen mehr wie 6 sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück sind's. Hätte ja gleich drauf kommen können, ha? Huh? Okay, wir merken uns fürs nächste Rätsel, es sind 8. Keine Ahnung, was uns das bringen soll, aber ich glaube, das ist zu wissen, wie viele Schilder in Großbritannien versteckt sind, das ist, glaube ich, immer gut. Ich glaube, Hyperheiler kostet 600. So weiß ich. Ich merke jetzt gerade, draußen wird schon langsam dunkel. So. Das ist jetzt wirklich eine berechtigte Frage. Also, aber erstmal Pokémon Center. Dobry wieczór. Mrs. Joy. Ex-Frau von Maxim. Hey.
Ingmar, warum heute noch dran? Also, wenn wir heute Küsten... Ich sag mal so viel. Wenn wir heute Küstenhöhle machen, dann machen wir die Arena beim nächsten Mal. Und diesmal keine Angst, diesmal werde ich nicht offline trainieren. Offline trainieren wird erst... vor der Pokémon-Liga. Hier wird erstmal Schutz aktiviert. Tommy, weißt du noch Pokémon Saphir? Als, wir haben noch da... Da haben wir noch so eine schöne große Runde gehabt. Bernie, weißt du vielleicht auch noch? Wenn ihr diese lustige Runde auch gerne nochmal nachgucken wollt, einfach hier bitte oben auf das i gehen. Und diese hübsche Dame werden wir jetzt ansprechen. Hi! Wie willst du gegen meine Wasser-Pokémon ankommen? Ja, mit einem Eisenzipfel natürlich. Ihhh! Geh weg! Schwimmerin Gudrun, ein Goldking. Wieso Igitt? So nur mein King Michau. Los, King Michau! King Michau! Nee, leider nicht, aber im Raum gibt's schon Licht. Warte mal. Oh, schon besser. So, was machen wir jetzt? Ja, dann packen wir doch mal den Eisenzipfel aus. Komm. Der Dreschflieger ist ja süß. Im Moment bringt es überhaupt nichts. Jawohl. Jetzt hast du aber fest genug gerubbelt. Scheiße, bringt nicht viel auf Wasser. Trotz Step-Bonus. Ja dann, Stärke los! Superschall, nein! Jetzt hier kann ich mich auch noch enden. Das soll aber eher nackte Weiber sehen. Mann, King Michau! Bist du so schnell sexuell erschöpft? Jetzt kannst du mir jetzt sowas von vergessen. Ah, ja, war fast genauso. Ja, Dreschflegel kannst du jetzt immer noch vergessen. 4 KP. Zieht normalerweise immer mehr ab, wenn die KPs in den Keller gehen. Aber danke, King Michau. Super gemacht. Schwimmerin Gudrun wurde besiegt. Verloren. Oh. Glaube ist in Bewegung, ne? Oh. Da ist noch eine hübsche. Hey. Das Schwimmen hat mich ermüdet. Willst du mit mir kämpfen? Ja. Ah, hallo. Ist dir nicht warm? Zieh doch halt dein Bikini aus. Ein Hibiskus. Hibiskus habe ich beim letzten Mal gelesen. Los, King Michau. King Michau. Na dann. Nee, Eisenzipfel bringt da nichts. Komm, hau Stärke rein. Bodycheck ist ja süß. versucht aber trotzdem. Verursacht wahrscheinlich mehr Rückstoßschaden wie irgendwie wie normaler Schaden hier. Shiggy wahrscheinlich. Und Level 35 erreicht. Schwimmerin Emilie wurde besiegt. Du bist meine Nummer zu groß. Was? Weil der Eisenpimmel ist zu groß für dich. Ja. Also wird's nichts mit Bikini ausziehen? Nö. Wo geht's denn hier nach Mosbach City? Willst du da unten eine
Willst du da unten dein Bikini ausziehen? Da warte unten auf mich, ich komm da gleich. Oh, was haben wir da? Zwei Hampelmänner. So, King Michau hat jetzt ein bisschen Pause verdient. Dann lassen wir jetzt doch mal KTP und Ilkic nach vorne. Ja. Die kloppen mit dem Kopf. Warum befindet sich ein Vogelfänger wie ich auf dem Meer? Weil er Drogen genommen hat, deswegen. Hey, hast du hier den Müll ins Meer geschmissen? Nee, ich glaube, das war der. Ich glaube, das war die Dame vorhin. Ach, das ist ihr Bikini. Oh, toll, die Dame ist jetzt untergetaucht. Vogelfänger Flavio und Experte Gerd. Tropius und Voltenso. Dieses Mistdreck Voltenso. Los, KTP und Ilkic. Katie. Ilkic. Ja. Soll sie erstmal alle Brüste zeigen hier. Dann Anziehung auf Voltenso und. Ja. Donnerwelle auf Tropius. So können sich dann die Bandanen schon ein bisschen lösen hier. Katie. Hast du ein bisschen Helium eingeatmet, oder was? Mist. Funksprung des Ziel. Oh, Volltreffer. Aua. Lockduft. Toll. Pfeffer mir einen schönen Angriff rein. Dann Feuerodem auf Voltenso. Und. Ja. Ruckzuckieber auf Voltenso. Alter. Ist das so emotional gefestigt oder was? Aber paralysiert. Geil. Oh, Stampfer, das zieht. Autsch. Au, au. Na dann. Flieg mal eine Runde für Tropius. Und. Ruckzuckhieb auf Voltenso. Also was ist denn los? Werden die Brüste langsam altersschwach oder was? Ja. Ich probiere es jetzt mal mit Schockwelle. Hat er wenigstens einen Step-Bonus. Ach nee, dieses kleine Fitzelchen. Der Flieger hat jetzt aber ordentlich gezwiebelt. Ach nicht schon wieder Stampfer. Kann das nichts anderes? Dann machen wir jetzt Feuerodem auf Tropius. Und schnell Druckzuckieber auf Voltenso. Das müsste reichen. Bäm. Ach nein, scheiß Statik. Machomai. Voll das Poser-Pokémon, ey. Das hasse ich. Dann machen wir jetzt halt Geheimpower auf Tropius und Schockwelle auf Machomai. Endlich ist das Vieh weg, ey. Leck mich am Arsch. Ein Xatu. Ah, da ist jetzt Ilkic wie gerufen. Machomai sucht nach Schuppen. Das bringt dir nichts. KTP hat sich eben schön die Feder gewaschen. Dann flieg doch mal eine Runde für Machomai. Und Ilkic, du machst Schockwelle auf Xatu.
Dann greifen wir das Pokéball ab oder gehen wir jetzt nochmal hoch? Mäh. Weil scheiße. Du, du, du. Nochmal Schockwelle kommen. Bitte, lass mich nicht hängen. Super. Guck über KTP. Katie. Oh ne, Nachtnebel, für wen ist das denn? Wenn sie 33 habt, das zieht. Oh, das zwiebelt rein. Aber Schockwelle müsste dann. Da müsste es down sein. Nee! Und dann hau noch ein Feuer ohne Brein. Und nochmal Schockwelle. Na Gott sei Dank. Hey. Vogelfänger Flavio und Experte Gerze besiegt. Okay, ich verrate es dir. Oh, du hast den Müll nicht ins Meer geschmissen. Das war die Frau. Oh, sieht das toll aus. Ja, geil, sich nicht so sehr drauf auf. Jetzt kommt, was willst du mir verraten? Ich schreibe eine Flaschenpost und schmeiße sie ins Meer. Sicher wird die hübsche Schwimmerin sie finden. Meinst du, die steckt ihr Bikini da rein? Ja, ich hoff's doch. Dann schwimmst du mir zurück. Nee, das schwimmt zu mir dann. Guck mal, her damit. Riesenperle gefunden. Oh. Cool. Die muss ich ihr schenken. Die muss ich ihr schenken. Dann zieht sie auch noch gleich ihr Höschen aus. Schöne große Perle, die einen hohen Preis erzielt. Also sowas stehen doch Mädchen, oder? Vor kurzem habe ich eine unansehnliche Flasche in den Wellen treiben sehen. Mich macht es richtig wütend, dass jemand das Meer verschmutzt. Ja, mich auch. Vor allem am schlimmsten ist es, wenn jemand reinpinkelt. Guck mal, ich habe eine Riesenperle. Du denkst immer noch nach Rosbach City. Dann verkaufe ich sie. Mit dem Geld kaufe ich eine neue Perle, okay? Bleib hier bei mir. Ich muss da hoch. Ich muss da rüber, oder? Da ist der Eingang. So, schnell in die Küstenhöhle. So, was gibt's hier Feines? Jedenfalls ist hier schon Apple. So, wie schwurz wirkt nicht mehr. Ich lass mal, vielleicht können wir da Pokémon fangen. Da ist ja doch mein Irkisch prädestiniert dafür. Aber erstmal kriegt er einen Sprudel und dann noch einen Paraheiler. So. Beschütze uns. Vor diesem Kerl. Guten Tag, guten Abend. Hast du vor, tiefer reinzugehen? Würdest du mir bitte Küstensalz und Küstenschalen mitbringen? Ich kann dir daraus etwas Wunderbares anfertigen. Blubberblasenbad. Ja. Ach, das ist super. Für die Dame da unten, die ihr Bikini ausgezogen hat. Die überfällt mich dann direkt. Jetzt schauen wir mal, ob es erstmal hier ein paar gute Pokémon gibt. Okay. Wenn ich gute Pokémon meine, dann bestimmt nicht ein Zubat. Nee, ihr Kitsch, lass es. Schnäppke soll es hier doch geben. Ah nee, da kommt man nicht rein. Da muss ich warten, bis Flut ist. Was da oben alles so abgeht. Ein Seemops. Was ist das, eine fette Kugel? Los, ihr Kitsch. Ich glaube, das holen wir uns. Paralysier's bitte. Dann hau einen Ruckzuckhieb rein. Oh Gott, das ist ja nix. Boah, Hagelsturm. Aua! Oh, der tut aber weh! Ich glaube, da ist der Gag mich besser. Saug ich ein bisschen Fett ab, dann können wir es fangen.
passt besser im Pokéball rein. Mich! Au! Und Gag mich tut's auch relativ weh. Komm, Absorber! Aber nicht zu viel bitte. Nicht zu viel absaugen. Oh, das geht. Dann nochmal zur Schneider, komm. Na dann. Schauen wir, ob jetzt der Netzball was bringt. Bleib drin. Ja, toll. Seemops wurde gefangen. Ihr könnt euch jetzt schon mal einen Namen ausdenken für das Seemapslein. Für Seemops wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Seemops, das Applaus-Pokémon. Seemops hat flauschiges Fell, daher friert es nie, wenn es sich auf dem Eis entlang rollt oder von Eisschollen ab ins Meer hinabtaucht. Seebusen. Okay, bin dabei. Finde ich auch gut, finde ich auch sehr vorbildlich, dass du auch aufs aufs Geschlecht achtest. Den Seeboden. Seebusen. Das Geschlecht ist weiblich. Das von dem Waliser Ort, oder wie? Okay. Seebusen wurde auf Lanettis PC übertragen. In Box 1. Oh, da hinten ist noch ein Pokéball. Oh, ich werde jetzt hier doch ein bisschen die Speed-Taste reinhauen. Ja, aber ich habe doch schon einen Seebusen. Dann hau das Ding weg. Komm. Noch eins? Dann hau's auch platt, dann hast du ein neues Level. Level 36 erreicht, jawohl. Sehr gut. Stimmt's, Tommy? Da gibt's ja auch Schnäppke. Aber ist es nicht so, dass das irgendwo in einer bestimmten Ebene ist? Oh, da ist ein Pokémon her mit Eisheiler gefunden. Braucht man ja voll in der Küstenhöhle. Was haben wir da? Küstensalz erhalten. Oh, geil. So. Ich weiß nicht so genau. Küstenhöhle. Schön, dass das extra noch angezeigt wird. dieses blöde Zubat. Aber das sind überall so blaue Steine. Wie kommt man da ran? Sag bloß, da muss ich auch warten, bis Flut ist. So lange lasse ich das jetzt mal vorne, bis mein Schnäppke kommt. Oh, ja, aber da. Ja, Servus, bist du hier gefangen? Die eisige Kälte in dieser Gegend ist ein gewaltiges Hindernis beim Training. Aber wenn man sich konzentriert, kann man doch gewinnen. Mit diesem Fokusband kannst du dich besser konzentrieren und der Kälte widerstehen. Fokusband erhalten. Ach, danke, aber mir ist nicht kalt.
Okay, was ist das? Fokusband. Item kann manchmal K.O. verhindern. Soll ich das vielleicht beim Irkitsch geben? Das hört sich auch ziemlich geil an. Aber. Da haben wir noch eine Ladung Salz. Nee. Sitzt so ein Pokémon drauf und kackt. Nee. Küstensalz erhalten. Yeah. Das nervt mich aber doch trotzdem langsam. Ich tue jetzt nochmal Schutz. Einmal zumindest Schutz aktivieren. Schauen wir mal, was hier sonst noch gibt. Hier gab es mal Küstensalz. Das ist. Unter dem Küstensalz war dieses Zettel dran, aber jetzt ist nichts mehr davon da. Oh. Ja, dann. Hau mal den Felsen da weg, lieber King Michau. Dankeschön. Gehen wir da hoch. Da ist es doch leicht kalt. Das erinnert mich an den Eispfad von Pokémon Silber. Papa, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mistdreck, jetzt habe ich Schutz aktiviert. Du. Papa. Nee. Hier. Hoch. Nee, da gibt's nichts. Du. Tschack. Ja, Gott sei Dank habe ich noch eine Fluchtzeile irgendwo für schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten. Nee, spannend. Wie war das jetzt? Ja, aber warum einfach, wenn es umständlich auch geht, ne? So. Vielleicht ist da im Eis was denn. Oh, da oben ist auch ein Pokéball. Ah, Pokéball, komm zu Papa. Ewiges Eis gefunden. Ach, das ist ja geil, aber ich habe leider keine Eis-Pokémon. Ja, gut, aber meine Geheimwaffe ist, dass ich jemanden dann für die Pokémon-Liga Eisstrahl wieder beibringen könnte. Aber will ich so elendig zum Cheater werden? Klar will ich das. Wenn es mir hilft. Jetzt habe ich irgendwas verkehrt gemacht, oder? Nee. Passt. Und bam. Und runter. Pokéball. TM07 gefunden. Hagelsturm. Ach, das ist gut. Das ist sehr gut. Bin ich hübsch? Nee, da sehe ich mich nicht. Ah. Sehe ich gut aus? Ich hoffe es mal. Ja, meine Haare sind aber grau geworden. Ja, sonst gibt es da nichts. Da müssen wir warten, bis Schutz nicht mehr wirkt. Dann holen wir noch Schnäppke und dann lassen wir es gut sein für heute. Derweil könnt ihr noch so ein bisschen von eurem Leben erzählen. Wie läuft es bei euch so? Habt ihr Ostern gut überstanden? So, jetzt wirkt Schutz nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, ob was kommt. Ah!
Ja, da ist noch eins, aber ich möchte jetzt zur Abwechslung mal ein männliches Schnäppke haben. Ein Schnäppke mit einem Zipfel. Das ist schon mal gut. Ach toll, das ist doch seltener als ich dachte, oder was? Ach toll, hätte ich den Schnäppke vorhin doch fangen sollen. Du-dum. Weg hier. Du. Nö. Alter, ich hätte Schnäppke echt schon fangen sollen. Nö. Mann, warum? Ich bin doch so doof und fliehen, nur weil ich auf ein männliches Schnäpp gefangen. Das ist voll der Witz, ey. Bestimmt ist da eine Wahrscheinlichkeitsrate von Schnäppke 50, nee, nicht 50, bin ich blöd, 5%. Hey, aber ich gehe nicht weg, bis ich dieses Scheiß Schnäppke in meinem Pokéball hab. Lauter Seebusen. Könnte ich eigentlich zwei holen, weil dann das sind ja auch zwei Busen, ne? Oder kommt's von mehr Busen? Könnt ihr ja schon mal bei Google eingeben, die Fangquote von Schnäppke. Ah, da ist es. Weiblich, aber das ist mir so wurscht. Los, ihr Kitsch. Ihr Kitsch. Paralysier's bitte. Au, Kopfnuss. Da bist du denn des Wahnsinns. So, jetzt könnt ihr einen Namen ausdenken. Was wollte der jetzt machen? Bam. Egal, komm. Heißt dabei bin ich des Wahnsinns? Hyperball! Los! Bleib drin! Ja! Toll! Schnäppke wurde gefangen! Pizza Boy! Warum Pizza Boy? Das wird mich jetzt schon interessieren. Für Schnäppke wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schnäppke, das Schneehut-Pokémon. Normalerweise ziehen sie in Fünfergruppen umher. Wird ein Schnäppke nachts in Schneegebieten gesehen, so soll es am nächsten Morgen schneien. Das draußen schneit, da bräuchte ich mein Schnäppke.
Achso, wie ein Stück Pizza. Wie ein Slice. Willst du Schnäppke einen Spitznamen geben? Klar. Aber sollten wir es vielleicht nicht Pizza Girl nennen, weil es weiblich ist? Schon, oder? Pizza Bötin. Pizza Bötin klingt sehr gut. Das nehmen wir. So, Pizza Bötin. So wie eine Tiefkühlpizza, ne? Pizza Bötin wird auf Lanettis PC übertragen. Xbox 1 wieder einmal. So. Jetzt gehen wir mit Fluchtseil schön elegant nach draußen. Ins Freie. Und gehen gleich wieder rein. Um dann ihm Küstensalz zu geben. Hey, alter Sack. Ich hab Küstensalz. Wenn du jemals viermal Küstensalz und Küstenschale mitbringst, fertige ich die Seegesang daraus an. Jeder Tag ist ein guter Tag, die Zutaten dafür zu finden. Hä? Dann bleiben sie, wo sie sind. Wozu soll Seegesang gut sein? Kann man dann unter Wasser singen wahrscheinlich. Ey, voll doof. Vielleicht ist es noch der Opa von der einen, die den Bikini ausgezogen hat. Ja, dann... Dann ab auf Moosbach City. Los, KTP! Woo! Dankeschön! Jetzt erstmal nochmal ins Pokémon Center. Und dann stellen wir uns hier schon mal auf vor der schönen russischen Arena. Das Seegesang ist ähnlich wie Überreste. Du kriegst ein Achtel an KP zurück für den Schaden, den du nimmst oder abziehst. Also, ja, wie Überreste, okay? Alles klar. Ja, vielleicht lohnt es sich, es doch mal zu holen. Aber na gut, ich bin kein Cheater. Also zumindest so starker Cheater bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, gut, dann. Dann würde ich mal sagen, belassen wir es für heute. Setzen ein Safe State. Und ich gucke auf die Uhr. Wir haben noch circa 4 Minuten. Das passt ganz gut, weil ich möchte mit euch was reden. Ja, ich habe es jetzt gerade ein bisschen gleichgesetzt mit Genesung. Das darf ich nicht gleichsetzen wie mit Genesung oder Erholung. Na gut, aber jetzt Erholung, das hat ja jetzt mein Ding. Ich weiß nicht. Ja, aber gut, aber ich kann es mir auf jeden Fall speichern. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? So. Eine weitere Folge haben wir jetzt geschafft. Kurz vorm siebten Orden. Ich hoffe, die hat euch genauso gefallen wie mir. Und ich habe Folgendes vor, aber erstmal das hier in die Kamera halten. Bäder. Ja, nächste Woche habe ich Urlaub. Sage und schreibe eine Woche lang. Habt ihr Bock auf einen Frühstücksstream? Ja, ich wollte jetzt nicht, dass du so erfährst. Deswegen war das für mich jetzt so wichtig, zu fragen, wann du
Urlaub hättest, na, wann du frei hättest, weil wenn du am Montag Urlaub, wenn du am Montag frei hast, dann würde ich, wenn ihr wollt, am Montag ein Frühstücksstream mit euch machen. Mettbrötchen. Ihhh. Ja, Pfui-Teifel. Ich hasse Mett. Feines Mettbrötchen oder grobes Mettbrötchen? Ich glaube, Mett gibt's gar nicht bei uns. Also ich glaube nur Leberwurst. Und Leberwurst hasse ich nur noch mehr. Was? Das ist ja noch schlimmer. Hast du nächste Woche Montag Spätschicht? Tommy, ich glaube, du wärst dann schon dabei, oder? Aber mit der Uhrzeit bin ich noch nicht ganz klar, weil ab wann seid ihr auf den Beinen? Wäre 9 Uhr schon zu früh für euch? Also im Moment wäre der Montag angesetzt. Mäh. So, du hast, also du bist ab 7 da. Das hängt auch von euch ab, das geht alles von eurer Netto-Spaßzeit weg. Ja, ich weiß nicht, was können wir denn da machen? Da können wir. Ja, wir können auch dann auf jeden Fall dann am Sparkster beenden. Wenn ihr drauf Bock habt. Einen echten Kaffee oder einen virtuellen? Das heißt also, du wirst dann wahrscheinlich länger als nur 2 Stunden dort sein, oder? Angeblich ja. Also wenn ich das Boxraumschiff habe, dann kommt das Level mit dem Endboss. Angeblich. Ja, wir können ja mal 9 Uhr ansetzen, wenn ihr möchtet. Aber da kann halt Vera am Montag dann, ne? Ja, theoretisch ja. Wie gesagt, wenn die Stimmung da ist. Also ich weiß gar nicht, also schaffst du es bis um 9? Oder du schaust halt einfach auf deinem Handy an. Na gut, also, du brauchst ja volle Aufmerksamkeit für deinen Papa, das verstehe ich auch vollkommen. Schauen wir mal. Wir können ja dann quasi dann wieder so ein Allerlei machen. Also Gesetz wäre da auf jeden Fall Sparkster. Das beenden wir. Und dann gucken wir mal, ne?
Weil ich fand es auch ziemlich cool, dass man am Karsamstag auch mal mehrere Spiele gezockt haben. Und ich sehe jetzt gerade, wir sind jetzt sogar schon nach 8. Aber das macht nichts. Ich bin ja immer wieder bei euch gerne da. Also, wir machen das jetzt so. Wir setzen jetzt mal. Du erlaubst mir vor dem Boxkampf in Sparks dann in Safe State zu setzen. Also das heißt, der Boxkampf ist der schlimmste Gegner von allen. Ist es der, wo du gesagt gehabt hast, der ist Arsch? Dann gucken wir mal, ne? Ich muss auch sagen, weil ich vergleiche das auch ein bisschen dabei, wie heißt das? Ich vergleiche das ein bisschen mit Chip und Chap 1, weil da war der Endboss Alcazone eigentlich auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Mit der Schlange aus der Wüste, die du im Easy Mode aber nie getroffen hast. Dann hat sie das dann erübrigt. So, dann würde ich jetzt einfach sagen, ich schließe, weil ich habe Hunger. Ich hebe demonstrativ die Finger für euch. Ja, 3 Levels. Weil ich so gut bin, habe ich sie übersprungen. Nee, also, wenn ich ein Spiel blind spiele, dann ist es logisch, dass ich das dann auf Easy spiele. Nuklear. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, entlasse ich euch in euren Abend, in euren wohlverdienten Abend. Bleibt gesund und ich wünsche euch auch noch eine geruhsame Nacht. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag um 9 Uhr zum Frühstücksstream. Ich freue mich auf euch. Haltet dann eure Kaffees bereit oder Müsli, was auch immer. Und wie gesagt, bis Montag. Paradise, auf die Ohren, in die Sinne. Bye, bye.